Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti bei Mann. Wir sind heute bei der 65. Folge, den 19.11. Und werden gleich sehen, gegen was wir spielen. Ein Terraner. Das ist. Wer wirklich das ist? Auf dem Bild? Wir werden sehen. Ich sag jetzt mal Hallo. Nee, nicht Hallo, sondern Good Luck, have fun. Und spielen ganz normal. So, gucken, ob er schießt, spielt. Er schreibt auf jeden Fall nicht zurück, was ich schade finde. Und ein bisschen komisch finde. Und ein bisschen unfreundlich finde, dass Leute nicht zurückschreiben. Na gut, müssen sie auch nicht. Aber trotzdem, unfreundlich. Das ist bestimmt Cheeser. Und gleich hier irgendein Zeug um die Ohren schmeißen. So. Was denn? Ein Gas. Zwei Gas. Ah, alles klar. Kann nur Cyclones sein. Cyclone Rush. Sollte auf jeden Fall unten jetzt die Pylonen hinstellen. Und wir sollten dann auf jeden Fall so schnell wie möglich Stalker Chrono boosten. Weil ich denke nicht, dass groß was kommen wird von ihm. Er nimmt auf jeden Fall keine Exe. Ja, Cyclone Rush. Zusätzliche Pylonen bauen. Ihr benötigt mehr. Brauchen wir mal Gas? Nein! Ich hab das Gas nicht genommen. Könnte echt ein Problem sein gerade. Ihr benötigt mehr Vespingas. Nee, nicht das, sondern das hatte vorne. Cyclone Rush. Ziemlich auch bis die Fabrik so früh genommen. Wir gucken trotzdem nochmal rein. Und wir brauchen erstmal noch kein Pylon. Aber da ist die Echse. Aber nicht weiter wild, wir sind auf jeden Fall safe erstmal. Was auch immer da kommt. So, trotzdem noch das Stargate. Das immer nehmen. Ganz komisch, also keine Ahnung, was er da spielt. Ihr benötigt mehr Vespin. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Forschung abgeschlossen. Was? Sehr seltsam.
geht's. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Los. Okay. Orakel empfangsbereit. Keine Ahnung, was er da spielt. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Panzer, okay. Also brauchen wir doch so schnell wie möglich. Klon. Scheiße. Okay, der kommt jetzt. Das könnte natürlich ein ganz großes Problem sein gerade. Ne, kommt doch nicht, aber. Ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern, bis er kommt. Deswegen stellen wir uns kurz hier hin, mit dem Orakel. Und Chronoboosten unseren Koloss. Ihr habt nicht genügend Energie. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Es ist vorherbestimmt. Unsere Schicksale sind vereint. Nein! Shit! Dies müsst ihr in einem das war dämlich. Ich bin hier in den Schatten. Das war echt doof. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hat aber ziemlich viele Panzer. Zeig mich meine. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kolosse eigentlich nicht. Ihr habt nicht. Mal gucken, ob er schon eine dritte hat. Ich glaube nicht. Es wird auf jeden Fall ein All-In. Ihr habt nicht genügend Energie. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Okay. Wichtig zu wissen, wann er losfährt. Forschung abgeschlossen. Nicht. Ihr habt nicht genügend. Prismakern online. Gas ist nämlich voll. Hat wie gesagt, hat keine Echse. Das ist das, was mir ein bisschen. Sehr irritiert. Ihr müsst zusätzlich. Oh nein. Bauen. Nicht. Ihr habt nicht genügend. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Hä, hey, was macht denn der? Ihr habt nicht genügend. Denkst du jetzt aus mit Marines und Panzer oder was? Scheint wohl jetzt zu kommen. Energie bei 100%. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kommt anscheinend doch nicht. Scheint zu ächzen. Erneut diene ich. Ihr, eure Sonden werden angegriffen. Ne, äxt. Ihr habt nicht genügend. Okay, da können wir auch noch schön gemütlich ins Weiter aufbauen. Also so einen passiven Terran hatte ich schon lange nicht mehr. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Undaran. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
nicht gelügen. Peradaki Koral. Mein Leben. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mineralienfeld erschöpft. Erneut diene ich. Ihr habt nicht genügend Energie. So, wir nehmen noch Storm mit. Ihr habt nicht genügend. Müssten wir eigentlich schon fast ausgemixt sein. Auch keine Echse hier. Da unten die genommen. Upgrade durchgeführt. Vor allem, mehr geht's. Sehr passives und ruhiges Spiel. Also. Der weiß gar nicht, was wir machen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Der hat doch keine Pforte. Keine Ahnung, was er macht. Mein Leben für Ayur. Also ich bin auf jeden Fall ausgemaxt gerade und das nur noch meine Upgrades. Kann natürlich sein, dass er auf Flieger geht. Deswegen bereiten wir das auch langsam vor. Mineralienfeld, ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Mein Leben für Ayur! Okay. So, ich bin ausgemaxt. Nicht genügend Energie. Oh, blinkt mit. Können auch jetzt die ganzen Upgrades noch mitnehmen. Jetzt kommt er. Durchgeführt. Lasst unsere Feinde unsere Mineralienfeld erschöpft. Okay. Wie bei Gott. GG. Das war's. Erleuchtet mich, meine Augen. Unsere Gedanken. Mein Leben für Ayur. GG. Wir. Hat's aber auch recht einfach gemacht. Das war ein bisschen ein komisches Spiel. Das war relativ. Weiß nicht. Ein Terraner, der nichts macht? War ich jetzt nicht so gewöhnt. Da wäre der Armee halt even, aber meine war halt dann stärker am Ende. Mehr Upgrades gehabt, mehr Ressourcen. Seltsames Spiel. Ja, aber ich muss sagen, für mich war es das leider heute. Ich habe heute auch ein bisschen länger gearbeitet, deswegen. Na, in letzter Zeit habe ich ziemlich viel. Naja, ist egal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns erstmal morgen wieder. Und ja, mal gucken, ob wir dann morgen vielleicht die 4100 schaffen. Vielleicht ein paar mehr Spiele machen, 1, 2, 3 oder so. Und dann versuchen wir über die 4100 wieder zu kommen und dann vielleicht am Ende der Woche mal gucken, ob wir es schaffen mit den 4200. Aber wir werden sehen, je nachdem wie die Spiele laufen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschö tschö, euer Muttibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Muttibär. Tschö, tschö.